Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine neue Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen Blick auf den neuen Blockbuster-Film Top Gun Maverick. Bleibt dran! Für mich ist Top Gun Maverick einer der besten Filme in den letzten 5, wenn nicht sogar 10 Jahren. Top Gun Maverick ist ein Film, der einfach nur ein Film sein möchte. Und das mit Hommage an seinen Vorgänger aus den 1980er Jahren. Top Gun, der erste Teil, Sie kennen weder Tod noch Teufel, erschien 1986 unter der Regie von Tony Scott. Und nun im Jahr 2022 bekommen wir Zuseher den zweiten Teil endlich zu Gesicht. Und ja, er funktioniert. Von der ersten Sekunde an bis zum Schluss. Keine Sekunde ist langweilig, keine Sekunde ist aus der Welt gegriffen, keine Sekunde ist irgendwie schlecht oder deplatziert. Der Film macht über seine gesamte Laufzeit einfach nur wahnsinnig viel Spaß. Auch braucht man für diesen Film nicht unbedingt den ersten Teil gesehen zu haben, um ihn im Kino genießen zu können. Es wird einem alles Relevante ganz beiläufig und in schönen entweder Rückblenden oder auf Talk, Don't Show erklärt und gezeigt, so dass man der Handlung auch folgen kann, wenn man nicht den ersten Teil gesehen hat. Dies ist für mich ein Zeichen dafür, dass nicht nur sehr gut gecastet wurde, sondern an das ganze Projekt mit Hingabe und Liebe ans Detail herangegangen wurde. Vom Drehbuch über den Score bis hin zu den Schauspielern, bis hin zum Cast ist es einfach eine Augenweide und ein cineastisches Highlight. Anders kann ich es nicht sagen. Der Film beginnt wie der erste Teil mit klassischen 80er, 90er Jahre Intros, wie damals Filme eben begonnen haben. Es wird der Cast präsentiert, es wird ein kleiner Einleitungssatz präsentiert und dann geht es auch schon los. Die Handlung ist actiongeladen, die Handlung ist emotional, die Handlung bietet auch etwas für die weiblichen Fans. Romantik, Kitsch und eine Love Story. Also, was will man mehr? Für die Jungs ist von Anfang an bis zum Schluss Action geboten. Action auf einem Niveau, das nicht überspitzt ist. Action auf einem Niveau, das wir in den letzten Jahren selten bis gar nicht in den Kinos hatten. Nämlich, es wird macho-mäßig richtig auf die Pauke gehauen, aber es wird nicht gekillt, es wird nicht geschlachtet, es wird nicht sinnlos getötet. In dem Film ist eine moderne Storyline zu finden, die an politische, weltpolitische Probleme, amerikanische politische Probleme der Neuzeit erinnern, ohne dezidiert einen Feind zu benennen. Es wird allgemein gehalten, der Feind ist ein Schurkenstaat, welcher bleibt dem Zuseher überlassen. Hier wird politisch sehr korrekt Kino gemacht. Die negativen Teile an diesem Film, wo ich mich echt schwer tue, welche zu finden, das ist zum Beispiel der Beginn mit der Storyline, wie Tom Cruise Charakter, wie Maverick wieder zurück zu Top Gun findet. In dem Charakter, den er verkörpert, im Stil von Maverick, ist Tom Cruise ein in die Jahre gekommener Testpilot, der immer noch auf die Pauke hauen will. Und dessen Testprogramm steht auf der Kippe, soll eingestellt werden. Und um dies zu verhindern, schrottet er mal kurzerhand sein Hyperschallflugzeug. Die
Story in dem Film würde auch ohne diese Einleitung funktionieren. Aber sie ist nicht deplatziert. Sie ist nicht aufgesetzt. Sie ist nicht fehl am Platz. Und dann geht es auch schon weiter. Wir sehen eine Referenz an den Originalfilm nach der anderen, ohne dass sich der Film selbst kopiert. Man hat nie das Gefühl, er will einfach nur eine Kopie des ersten Top Gun Films sein. Es sind schöne Referenzen, vor allem mit dem Sohn von Goose aus dem ersten Teil gesetzt, die einen, wenn man den ersten Teil kennt, sofort in sentimentale Stimmung zurückversetzt. Aber auch wenn man den ersten Teil nicht kennt, eine emotionale Reaktion beim Publikum hervorruft. Ein Funktionieren suggeriert. Wir haben den Hauptcharakter Maverick, der mit seinen Problemen zu kämpfen hat, die weit zurückreichen in die Vergangenheit, die nicht nur zurückreichen in den ersten Teil, sondern auch in ein Dazwischen. Es wurde eine Lore, es wurde eine Geschichte aufgebaut und erzählt, die auch zwischen beiden Teilen stattgefunden hat. Was dafür sorgt, dass sich der Zuseher wirklich mit den Personen identifizieren kann. Sie haben Tiefe, sie haben eine Geschichte, sie wissen, warum sie was auf der Leinwand tun. Und das merkt man vor allem beim Sohn von Goose. Wir wissen ja aus dem ersten Teil, dass Maverick mit Goose einen Unfall hatte, wo er starb. Und dieser Unfall ist aber nicht Kern der Problematik, mit der Maverick zu kämpfen hat. Die tatsächliche Problematik ist, dass Maverick verhindert hat, dass Goose Sohn in die Navy eintritt und Pilot wird. Und das ist dann der Kern der Differenz beider Charaktere. Was dann aber auch über die Laufzeit, über der Hälfte der Laufzeit des Films schon langsam wieder aufgelöst wird und beide Charaktere eine Beziehung zueinander aufbauen, die nicht von diesen Ereignissen überschattet werden. Und selbst zum Schluss hin ist dieses Ereignis zwischen den beiden noch vorhanden, aber sie haben die Einsicht und die Charakterstärke darüber hinweg zu kommen und zueinander zu finden. Und das ist wirklich ein emotionaler Moment, mehr als ein emotionaler Moment. Es wird so richtig ausgekostet und in Szene gesetzt. Auch die Nebencharaktere wie Val Kilmer oder Ed Harris liefern in diesem Film eine sehr gute Performance ab, ohne zu versuchen, sich gegenseitig an die Wand zu spielen. Jeder Charakter ist in seiner Rolle zufrieden und zu Hause. Ed Harris als böser General, der Maverick Steine in den Weg legt. Val Kilmer in seiner Rolle als Iceman, der mittlerweile auch zum Admiral hochgestiegen ist und ein tragisches Schicksal mit in den Film mit einbringt. Und hier ist es auch wieder schön, wenn man den ersten Film kennt, wie die Charaktere zueinander gefunden haben, also Maverick und Iceman, und wie ihre Beziehung im ersten Teil war und wie sie sich über die Jahre hinweg entwickelt hat und wie nun im zweiten Teil ihre Beziehung zueinander ist. Und all diese kleinen Details machen als Zuseher nicht nur Freude, sondern berühren einen emotional. Man kann sich wirklich sehr gut, sehr schön in die einzelnen Charaktere hineinversetzen und genießt jede Minute, jede Sekunde Screentime mit den einzelnen Charakteren. Noch etwas zu kritisieren, denn nicht jeder Film ist perfekt. Das wäre auch hier die Rolle der Quotenfrau des Charakters Phoenix. Sie ist leider Gottes nur Sidekick. Sie wird in die zweite Reihe gestellt. Sie darf den anderen Charakteren quasi
zuspielen. Und dies tut dem Charakter etwas, nimmt dem Charakter etwas an Größe, an Präsenz. Denn das Schauspiel, denn die Charakterstory rund um Phoenix hätte Platz, hätte Potenzial für mehr gehabt, als nur in die zweite Reihe gestellt zu werden. Alles in allem kann ich den Film nur empfehlen. Es ist ein wahrer Genuss. Es ist endlich mal ein Film abseits des heutigen Mainstreams. Und für jeden, der die Möglichkeit hat, sich diesen Film im Kino anzusehen, sollte dem nachgehen, sollte vielleicht sogar ein zweites Mal in den Film reingehen und wirklich jede Sekunde des Films genießen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt auch dieses Video genossen und wir sehen uns bei einem künftigen Video erneut auf diesem Kanal. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.